Die USA, das Land, wo die meisten jener Firmen sitzen, die in Europa oft als Heuschrecken bezeichnet werden. Das jüngste Opfer dieser Heuschrecken, die Hotelgruppe Hilton. Um 26 Milliarden Dollar wird sie von der Beteiligungsfirma Blackstone aufgekauft. Die größte Übernahme in der Geschichte der Touristik. 2800 Hotels mit 100.000 Mitarbeitern auf einen Schlag. Worum geht es bei solchen Deals? Die Beteiligungsfirma kauft eine Aktiengesellschaft und nimmt sie von der Börse. Eine Aktiengesellschaft, die zu kurzfristig gewirtschaftet, immer nur ans nächste Quartal gedacht hat. Abseits der Börse hat die Gesellschaft nun Zeit, sich zu fragen, was ist gut für die nächsten 5 Jahre, nicht was steht morgen in der Zeitung. Ewig werden die Hilton Hotels nun freilich nicht im Besitz von Blackstone bleiben. Nach 5 bis 7 Jahren werden die Übernahmeopfer üblicherweise von den Beteiligungsfirmen wieder abgestoßen. Mit meist beachtlichen Gewinnen. Und Hilton ist nicht allein, auch Fastfood-Ketten und Autovermieter sind inzwischen im Besitz von Beteiligungsfirmen. Die Heuschrecken, deren Zentralen oft unscheinbar in Bürohochhäuser eingemietet sind, haben nämlich prall gefüllte Übernahmekassen. 240 Milliarden Dollar, mehr als je zuvor, haben ihnen Anleger im letzten Halbjahr übergeben. Bei den Beteiligungsfonds gibt es einen riesigen Boom. Es vergeht kaum ein Tag, an dem man nicht in der Zeitung von einer weiteren Übernahme liest. Ein Trend, vor dem man sich fürchten muss. Viele Unternehmen sind ineffizient. Wenn da eine Beteiligungsfirma kommt, die aufkauft und saniert, dann tut sie ja letztlich etwas Gutes für die Konsumenten. Einige wenige Leute machen da das große Geld, aber die Mehrheit Leute wie ich haben nichts davon. Es ist ein Kampf jeder gegen jeden. Wer mehr Geld hat, gewinnt, aber mich stört das nicht. Der große Reichtum der Bosse der Beteiligungsfirmen, der ruft sogar hier in Amerika manchmal so etwas wie Neid hervor. Eine allgemeine Skepsis gegenüber diesen Firmen und ihren Geschäftspraktiken, die große Angst vor den Heuschreckenschwärmen, die gibt es hier in Amerika aber nicht. Hauptsächlich positive Effekte bei den jüngsten Übernahmen, wie bei jener dieser Donut-Kette, sieht auch der Finanzmarktexperte Cincarini. Die Zeit, als oft Firmen zerschlagen und Jobs vernichtet wurden, sei vorbei. Bei Dunkin' Donuts etwa soll die Übernahme neues Wachstum bringen. Sie wollen im Westen der USA expandieren, 250.000 neue Jobs schaffen, die Kette soll wieder florieren. Make this company thrive again. Gefahren birgt der jüngste Übernahmeboom nach Einschätzung der Fachwelt trotzdem in sich. Dem überhitzten Markt könnte ein Crash drohen. Die Übernahmen sind nämlich mit gigantischen Krediten finanziert, die den übernommenen Firmen dann aufgebrummt werden. Die Kreditmärkte sind verrückt geworden, sie sind viel zu freizügig. Schwächt sich nun das Wirtschaftswachstum ab oder steigen die Zinsen, dann können die überschuldeten Übernahmeopfer möglicherweise ihre Kredite nicht mehr bedienen. Konkurse und eine Krise, wie es sie jetzt schon in der Immobilienbranche gibt, wären die Folge. Und selbst eine allgemeine Rezession könnte man dann nicht mehr ausschließen, meint Finanzmarktexperte Cincarini. Doch daran will hier in den USA zurzeit noch kaum jemand denken.